Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Sarrazin, ich finde das ja rührend, wie Sie um unsere Regierung besorgt sind. Wahrscheinlich ist das die Angst davor, irgendwann mal selbst Regierungsverantwortung zu kriegen. Denn die Beiträge der Grünen waren nicht dazu angetan, da Hoffnung zu machen, dass das dann vernünftig läuft. Meine Damen und Herren, wir können uns ja hier trefflich darüber streiten, was der richtige Weg ist für Griechenland. Und das ist gemacht worden in verschiedenen Debattenbeiträgen. Es war nicht alles richtig, aber Herr Gysi hat einen richtigen Satz gesagt. Ich gebe das mal sinngemäß wieder, Herr Gysi. Sie haben gesagt, wenn wir die Probleme nicht vor Ort lösen, dann kommen die Probleme zu uns. Und das sehen wir momentan auf ganz verschiedenen Politikfeldern, ob das die Flüchtlinge sind, die zu uns kommen, ob das Sicherheits- oder sonstige Probleme sind. Und deswegen scheidet bei dieser ganzen Beschäftigung mit dem Komplex Griechenland eine Sache aus: dass wir Griechenland hängen lassen und dass wir Griechenland sich selbst überlassen. Ich glaube mal, das ist auch Konsens in diesem Haus. Und wenn man das ausscheidet, dann hat man drei Optionen, wie man mit Griechenland umgeht. Die erste Geschichte ist, sagt, wir helfen Ihnen, nachdem Sie insolvent gegangen sind, in den Bankrott gegangen sind. Zweite Option, wir helfen Ihnen außerhalb des Euros. Dritte Option, wir helfen Ihnen innerhalb des Euros. Es ist so, dass wir uns in unserer gesamten europäischen Rettungspolitik dafür entschieden haben, dass es zunächst besser ist, innerhalb des Euros zu helfen. Und wir waren, meine Damen und Herren, da übrigens gar nicht so unerfolgreich bei Spanien, bei Portugal, bei Irland und bei Zypern. Und der Bundesfinanzminister hat es angesprochen, bis zum Dezember letzten Jahres auch bei Griechenland. Und jetzt ist es so, dass die griechische Regierung nicht unbedingt viel Anlass gegeben hat in den letzten Monaten, um Vertrauen aufzubauen. Das ist richtig. Das ist überhaupt keine Frage. Nichtsdestotrotz müssen wir eins sehen, dass nach dem Referendum, da zumindest in der Gestalt des Finanzministers, aber auch im Verhalten des Ministerpräsidenten eine Verhaltensänderung eingesetzt hat. Deswegen kann ich nur nachhaltig dafür werben, dass wir versuchen, Griechenland innerhalb des Euros zu helfen. Und dieses Paket, was uns heute vorliegt, ist dazu angetan, dass wir das schaffen können, wenn die Griechen auch mitspielen. Dieses Paket besteht aus zwei Teilen. Der eine Teil ist, dass es rund netto 86 Milliarden Euro Hilfen für Griechenland gibt, und zwar Hilfen, die sich wie folgt zusammensetzen. Auch das muss an dieser Stelle mal gesagt werden. 37 Milliarden Euro Bedienung Altschulden, das heißt, das ist eine Umschuldung. 17 Milliarden Euro Zinsen auf diese Altschulden. Es geht um 7 Milliarden Euro Rechnungen, die die griechischen Behörden bisher nicht bezahlt haben und da im Übrigen auch den griechischen Mittelstand schwer geschädigt haben. Und es geht um die Handkasse, das sind auch noch mal 7 Milliarden Euro, die jedes Land braucht, um auch bestehen zu können. Und, Herr Gysi, es geht um 25 Milliarden Euro für die Banken. Ja, 25 Milliarden Euro für die Banken. Und wir sind, meine Damen und Herren, sehr dafür kritisiert worden in den letzten 5 Jahren, dass wir angeblich die Banken gerettet haben. Manchmal ist es schwierig, Dinge zu erklären, aber manchmal kapiert auch eine linke Partei wie Syriza, wenn der Crash da ist, was es bedeutet, wenn man nicht vorausschauend gehandelt hat. Und der Crash war da. Die Banken haben in Griechenland zugemacht. Die Menschen haben kein Geld mehr aus den Geldautomaten bekommen. Die Unternehmen konnten weder im Inland noch im Ausland überweisen. Und man hat gesehen, dass Banken mehr sind als Aktionäre, als Gläubiger und Einleger. Denn Banken sind Infrastruktur. Banken sind die Straßen, die man braucht, damit eine Wirtschaft bestehen kann. Und deswegen ist es wichtig, ob uns das gefällt oder auch nicht gefällt, dass wir jetzt an dieser Stelle auch mit diesen 25 Milliarden Euro vielleicht jetzt weniger die Banken stützen. Der zweite Teil des Paketes ist ein sehr, sehr ambitioniertes Reformprogramm. Es ist schon in verschiedenen Reden darauf hingewiesen worden. Da geht es um Steuersystem, um Sozialversicherungssystem, um Gesundheitssystem, um ausgeglichene Haushalte, um Institutionen, die besser funktionieren sollen, um Korruptionsbekämpfung, um die Öffnung von Arbeitsmärkten und auch von Produktmärkten. Und ich denke mal, dass wir alle der Meinung sind, dass, wenn dieses Paket auch tatsächlich umgesetzt wird, dass dieses Paket dazu geeignet ist, Griechenland auch wirklich zu helfen. Ich will das noch mal erläutern. Wenn ich einen Staat zu sanieren hätte, dann würde ich Folgendes machen. Ich würde Reformen auf den Weg bringen, kurzfristige Reformen, die mir Geld bringen, damit ich handeln kann. Das ist in diesem Paket enthalten. Ich würde langfristige Reformen auf den Weg bringen, damit ich wieder ein Geschäftsmodell habe. Verbesserung der Verwaltung, Verbesserung der Investitionen, Wirtschaftsförderung. Das ist in diesem Paket enthalten. Ich würde das Zahlungssystem, das Bankensystem stabilisieren, weil sonst kein Staat leben kann. Das ist in diesem Paket enthalten. Und ich würde mir die Zeit erkaufen, auch das ist richtig, wo ich mir die Gläubiger vom Hals halte, damit ich die ganzen Sachen auch umsetzen kann. Und ich würde noch was Viertes machen.
Da stimmen wir heute nicht drüber ab, aber das ist eine Geschichte, die gehört auch dazu. Nämlich, dass ich Investitionen auf den Weg bringe. Wir haben über 30 Milliarden europäische Mittel, die nur darauf warten, von Griechenland abgerufen zu werden für Investitionen im Kampf gegen die Langzeitarbeitslosigkeit. Insofern ist dieses Paket ein gutes Paket. Wenn es denn umgesetzt wird. Und da haben wir natürlich die Zweifel. Wird es denn umgesetzt? Ist die Regierung in Griechenland so stabil, dass sie die Mehrheit hat, dass sie auch den Willen hat, das Ganze umzusetzen, wenn es unterschrieben ist und wenn die erste Tranche geflossen ist? Und da hat die Bundesregierung Folgendes gesagt. Die hat gesagt, Leistung nur gegen Gegenleistung. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass bevor die erste Tranche jetzt gezahlt wird, der Kollege Spinrad hat darauf hingewiesen, nur sind über 50 Maßnahmen im Rahmen dieser Prior Actions schon umgesetzt worden sind vom griechischen Parlament. Noch nicht in der Praxis, nur vom griechischen Parlament. Das gehört zur Wahrheit auch dazu. Und deswegen ist es wichtig, dass dieses Prinzip Leistung gegen Gegenleistung essentieller Bestandteil dieses Pakets ist. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, wir lassen uns da gerne von Ihnen beschimpfen, wenn wir sagen, wir haben da zu hart verhandelt an der Stelle. Ich glaube, das ist wichtig, damit dieses Paket erfolgreich ist. Und insofern ist das auch uns zu verdanken, dass das so ist, wie es jetzt ist. Und trotzdem, meine Damen und Herren, bleiben immer noch Restzweifel. Es bleiben immer noch Restzweifel. Wird das Ganze denn Erfolg haben oder wird das Ganze keinen Erfolg haben? Und das kann ich Ihnen nicht nehmen, diesen Restzweifel. Ich weiß auch nicht, was im Herbst passiert. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwann wieder stehen und sagen, wir brauchen jetzt ein viertes Paket. Der IWF hat gesagt, dass das so und so nicht geht oder dass eine griechische Regierung eine Reform doch nicht umsetzt. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Es ist ein langsamer, mühsamer Prozess. Wir haben in der Politik immer gerne die Schwarz- und Weiß-Lösung, wo es gesagt wird, jetzt machen wir was und das funktioniert. Aber das wird auf europäischer Ebene nie funktionieren. Und deswegen ist es ein mühsamer Prozess, der vor uns steht. Aber ich glaube mal, dass am Ende des Tages dieser Prozess auch lohnt, dass wir ihn eingehen und dass wir unsere Kraft da hinein investieren. Wir müssen aber auch vielleicht an dieser Stelle etwas selbstkritisch zurückblicken. Selbstkritisch insofern zurückblicken, dass das ja nicht von ungefähr gekommen ist, dass man im Januar in Griechenland eine Regierung gewählt hat, die nach unseren Maßstäben absurd war und auch damals absurd gehandelt hat. Und zwar müssen wir selbstkritisch eins sehen, wenn ich einem Land sage, ihr müsst 5 Jahre reformieren, was auch total richtig ist, weil Griechenland kam von einem ganz, ganz, ganz schlimmen Punkt aus. Aber wenn in diesen 5 Jahren die Menschen in diesem Land kein Licht am Ende des Tunnels sehen, wenn die Menschen nicht sehen, dass sich irgendwas verbessert, die Menschen, die im Übrigen ja auch in Griechenland nie das Gefühl gehabt haben, ein falsches Leben gelebt zu haben oder dass das alles nicht richtig war, dann muss man auch irgendwo dafür sorgen, dass man also kurzfristige Erfolge hat. Und deswegen ist es wichtig, und der Kollege Oppermann hat es angesprochen, dass in diesem Paket auch Aussagen getroffen werden zu Mindestlöhnen, dass Aussagen getroffen werden zur sozialen Stabilität. Und da müssen wir bei allen Paketen, die wir zukünftig auf den Weg bringen, mehr dran denken, weil wir dürfen die Menschen in dem Land, wo die Reformen stattfinden, nicht verlieren. Wenn man jetzt mal die ganze Sache zusammenfasst, dann sage ich mal flapsig, Griechenland bleibt so oder so auf unserem Deckel. Erste Bemerkung. Zweite Bemerkung. Dieses Reformpaket ist gut angelegt. Dieses Reformpaket auch mit der Tatsache, dass wir Griechenland Zeit geben, dass die Gläubiger das Land nicht angreifen können oder nichts gegen das Land machen können, ist richtig, wenn es denn vernünftig umgesetzt wird. Das ist die Frage, die niemand klären kann. Es ist so, dass wir wirklich hart verhandelt haben. Es ist auch so, das gilt zumindest für den Unionsteil, dass wenn wir uns dieses Paket alleine hätten backen können, dass das sicherlich an der einen oder anderen Stelle schärfer oder anders gewesen wäre, dass die Ziele verbindlicher gewesen wären, dass die Zeitpläne ehrgeiziger gewesen wären. Das ist überhaupt keine Frage. Aber eins ist auch richtig. Wir sind 19 Länder in der Eurozone. Und mit 19 Ländern, da kann man nicht sagen, dass das alles so ticken und laufen muss, wie das in Deutschland als richtig erachtet wird. Da muss man Kompromisse eingehen. Und ich glaube, wir als Deutsche sind in einer ganz besonderen Verantwortung, diese Kompromisse zu organisieren. Wir sind eines der größten und wirtschaftsstärksten Länder in Europa. Und wenn wir diese Kompromisse nicht organisieren, wer soll es dann machen? Wir haben eine Verantwortung für dieses Europa. Und weil das so ist, halte ich bei allen Bedenken auch von einigen Kolleginnen und Kollegen aus meiner Fraktion, die ich respektiere und zum Teil sogar teile, halte ich unterm Strich dieses Paket für nachvollziehbar und für vertretbar und werbe um Ihre Zustimmung. Dankeschön.
Ich erteile das Wort nun dem Kollegen Hans-Joachim Weichmann für die SPD-Fraktion.